Sie sind Meister der Tarnung. Verwandlungskünstler, die aus dem Nichts zuschlagen. Sie sind wie Geister. Sie kommen, stechen zu und verschwinden wieder. Ihre stärkste Waffe ist der Terror. Es geht um psychologische Kriegsführung, um Einfluss. Eine kleine Gruppe legt sich mit den gefürchtetsten Kriegsherren ihrer Zeit an. Sie waren Außenseiter, eine kleine verfolgte Sekte. Sie wurden zur Legende, berüchtigt für ihre erbarmungslosen politischen Attentate. Kilometer nördlich von Jerusalem liegt der Hafen von Tyros. Im 12. Jahrhundert ist die Stadt eine Hochburg der Kreuzritter. Herrscher von Tyros ist Konrad von Montferrat. Er ist kurz davor, zum König von Jerusalem gekrönt zu werden, dem mächtigsten Mann im Heiligen Land. In dieser Nacht ist Konrad nach dem Abendessen auf dem Heimweg zu seinem Palast. Er geht durch eine enge Gasse. Dort sitzen zwei Männer einander gegenüber. Er hält sie für Mönche und somit für vertrauenswürdig. Doch Sekunden später fällt Konrad einem der gefürchtetsten Kommandos seiner Zeit zum Opfer, den legendären Assassinen. Die Assassinen haben ihren Ursprung im Persien des 11. Jahrhunderts, dem heutigen Iran. Die islamische Welt ist in zwei Lager gespalten. Sunnitische und schiitische Moslems kämpfen um Machtansprüche. Beide Lager nehmen für sich in Anspruch, den wahren Islam zu vertreten. Die Sunniten halten sich für die rechtmäßigen Wahrer der Tradition, als Vertreter der Gemeinschaft. Die Schiiten hingegen beziehen ihre Legitimation aus einer direkten Nachkommenschaft des Propheten Mohammed. Die Anhänger von Ali, also die Schiiten, dem Schwiegersohn und Cousin des Propheten, fordern, dass die Imame als politisch-religiöse Glaubensführer von ihm abstammen sollen. Auch heute noch führt diese Rivalität innerhalb des Islam zu blutigen Konflikten. In einer abgelegenen Gegend im Norden Persiens liegt die Bergfestung von Alamut. Sie ist Zuflucht für eine schiitische Gruppierung, die Ismailiten. Das war eine kleine, verfolgte islamische Sekte und als solche hatte sie damals große Probleme. Ihr Hauptsitz wird der Adlerhorst genannt. Alamut ist eine natürliche Festung, keine dieser typischen Kreuzritterburgen. Es liegt auf einer etwa 100 Meter langen Schanze, die steil abfällt. Am Fuße ist sie von sehr tiefen Schluchten umgeben, sodass sie nur schwer zugänglich ist. Der Anführer dieser kleinen, entlegenen Religionsgemeinschaft ist Hasan i-Sabah. Ein charismatischer Mann, der von seinen Anhängern bedingungslose Gefolgschaft einfordert. Er muss eine geradezu magnetische oder hypnotische Anziehungskraft gehabt haben. Sonst hätten sich die Leute seinem strengen Regiment wahrscheinlich nicht untergeordnet.
Hasans Ismailiten haben einen übermächtigen Gegner. Die Armee ihrer sunnitischen Feinde ist ihnen weit überlegen. Hasan greift auf eine Taktik zurück, die wir heute asymmetrische Kriegsführung nennen. Er kann nicht zurückschlagen, denn er hat keine große Armee. Will Hasan überleben, muss er seine wenigen Kämpfer optimal einsetzen. Er fasst einen radikalen Entschluss. Um seine sunnitischen Feinde auszuschalten, will er deren Anführer töten. Sie können den Feind nicht in der Schlacht besiegen, also konzentrieren Sie sich auf ein Ziel, den Anführer auszuschalten. Der persische Adlige Nizam al-Mulk ist der sunnitische Herrscher des Seldschukenreichs. Er ist der alleinige Herrscher und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ketzerei im Herzen des persischen Reiches auszumerzen. Auf Hasans Ismailiten hat er es besonders abgesehen. Er beschrieb sie als Eiterbeule, die es zu entfernen galt. Insofern würde Hasans Plan, diesen Mann an der Spitze zu beseitigen, seinen Feinden einen gewaltigen Schlag versetzen. Hasan bildet eine Eliteeinheit aus, die das Attentat ausführen soll. Er wählt sie unter seinen treuesten Anhängern aus. Den Fedayeen. Diese ersten Fedayeen kamen wahrscheinlich aus der Gegend von Alamut im Iran. Das war ein hartgesottenes Bergvolk. Hasan weist sie in die Kunst des Nahkampfes ein. Sie verfügten über wesentlich bessere Kampftechniken als viele heutige Soldaten. Moderne Einsatzkommandos sind im Nahkampf nicht so versiert, weil sie sich auf die Technik verlassen, die ihnen zur Verfügung steht. Damals gab es das noch nicht. Ihr Körper war ihre Waffe. Entscheidend ist, wie sie die Zielperson angreifen. Sie hätten Gift verwenden können. Doch das Opfer hätte ein Gegengift nehmen und überleben können. Sie hätten Pfeile oder Waffen mit Projektilen verwenden können. Doch dabei hätten sie die lebenswichtigen Organe verfehlen können. Schließlich entscheiden sie sich für den Dolch. Aus nächster Nähe eingesetzt, ist er mit Sicherheit tödlich. Mit einem Dolch glaubten sie, ihr Ziel am besten erreichen zu können. Wie moderne Spezialeinheiten heute sammeln auch die Ismailiten zunächst so viele Informationen über die Zielperson wie möglich. Für eine so große Operation braucht man Insiderwissen. Die Ismailiten schleusen einen Spion ins Hauptquartier des Sunnitenführers ein, der Nizam al-Mulk ausspäht. Wie lebt er? Wann kriegt man ihn am besten zu fassen? Wo ist sein Wunderpunkt? Alle Informationen werden Hasan zugespielt. Er fertigt ein detailliertes Profil seiner Zielperson an und findet die Schwachstelle in al-Mulks System. Es ist seine Religion. Nur so kann er ihm wirklich nahe kommen. Hasan lässt einen Mann in die Rolle eines Sufi-Mystikers schlüpfen, eines heiligen Asketen, dem niemand etwas Böses zutrauen würde.
Ein Sufi gilt als Mann des Friedens. Ein mächtiger, weltlicher Anführer wie Nizam al-Mulk wird jeden Geistlichen garantiert herzlich empfangen. Denn die Gelegenheit, von ihm gesegnet zu werden, will er sich nicht entgehen lassen. Hasan weiß jetzt, wie er ihm nahe kommen kann. Doch wie kann er ihn töten? Seine Strategie: ein Ablenkungsmanöver. Der Angreifer musste die Zielperson irgendwie ablenken, indem er stolperte oder etwas fallen ließ. Der auserkorene Attentäter probt den Ablauf. Nach Monaten des Trainings ist er schließlich bereit. Hasans Mann schmuggelt sich ins Lager der Sunniten. Als Geistlicher erregt er weiter kein Aufsehen. Nizam al-Mulk ist sich keiner Gefahr bewusst. Alles läuft wie immer. Nizam al-Mulk war wahrscheinlich bester Laune. Er hat sein Tagwerk erledigt. Für die Ismaeliten ist dies der ideale Zeitpunkt. Denn am Tage kann man kaum in seine Nähe kommen. Der Attentäter wartet im Verborgenen auf den richtigen Moment. Al-Mulk will sich gerade auf der Sänfte in den Harem tragen lassen. Doch dann sieht er den Sufi auf sich zukommen. Er will den Sufi hereinbitten, um gesegnet zu werden. Der Sufi sticht zu und tötet al-Mulk. Das Ablenkungsmanöver hat funktioniert. Der Anführer der Sunniten ist tot. Für Hasan und sein Gefolge ein Triumph. Er war ein großer Mann. No two ways about it. Er war ohne Zweifel eine große Persönlichkeit. Ihn zu töten war ein klares Signal an alle. Wenn wir ihn kriegen, können wir jeden von euch kriegen. Also nehmt euch besser in Acht vor den Ismaeliten von Alamut. At your peril. In den folgenden Jahren nutzt Hasan die Angst der Menschen gnadenlos aus. Er verübt eine Reihe von Terroranschlägen, die denen von heute sehr ähnlich sind. Die Assassinen waren bereit, für ihre Sache alles zu tun. Die Art und Weise, wie sie töteten, war wirklich erstaunlich. Sie waren wie Geister, tauchten aus dem Nichts auf, stießen zu und verschwanden. Sie änderten ihre Vorgehensweise jedes Mal. Die einzige Konstante war die Mordwaffe, der Dolch. Der Tod al-Mulks führt zum Zusammenbruch des Seldschukenreichs. Hasan hat bewiesen, dass seine kleine Truppe einen hochüberlegenen Gegner besiegen kann.
Sie waren eine der ersten Gruppierungen, die kleine, gut ausgebildete Kommandoeinheiten für asymmetrische Kriegsführung einsetzten. Die Strategie von Hazans Elite-Killern ist Stadtgespräch. Ihre Taten werden in einem Gedicht verewigt. Darin heißt es, dass ein König, selbst wenn er eine Armee von 100.000 Soldaten hat, in Angst vor einem einzigen Krieger leben muss. Die Assassinen entdecken einen Nebeneffekt ihrer Angriffe, den sich auch heutige Selbstmordattentäter zunutze machen. Sie schaffen ein Klima der Angst. Terrorismus ist vor allem psychologische Kriegsführung. Es geht den Attentätern nicht nur darum, viele zu töten, sie wollen Schrecken verbreiten. Was Hazans Männer so unberechenbar macht, keiner von ihnen fürchtet den Tod. Die Sunniten haben ein großes Problem mit den Ismailiten, weil deren Attentäter den Tod mit offenen Armen empfangen. Das macht ihnen Angst. Auch heute gibt es Selbstmordattentäter. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Die Methode der Fedayeen ist wesentlich präziser. Es gibt keine Kollateralschäden, es trifft keine Unschuldigen. Die Zielperson wird klar und präzise attackiert. Die vielen Attentate der ismailitischen Kommandos setzen den Sunniten schwer zu. Sie versuchen, die Assassinen in Misskredit zu bringen und verbreiten Gerüchte über die angeblich geheime, fanatische Killertruppe aus den Bergen. Der Mythos um die Assassinen nimmt zusehends bizarre Formen an. Moslems wie Christen verbreiten Geschichten von orgiastischen Festen, Gehirnwäschen und Giftmorden. Es ist die Rede von Liebestränken und dem Versprechen auf ewige Lustgärten. Einige Vorstellungen sind so verworren, dass die Leute vermuten, es müssten Drogen im Spiel sein. Anders könne ihre Hingabe nicht zu erklären sein. Die Sunniten bezeichnen sie deshalb als Haschischin, Haschraucher. Der Name bleibt haften. Daraus wurde der Begriff, der im Englischen für einen politischen Killer gebraucht wird, Assassin. Eine Legende ist geboren. Hazans Männer gelten fortan als drogenverklärte Assassinen. Ich persönlich glaube nicht, dass sie Drogen konsumiert haben. Dafür waren ihre Operationen viel zu fokussiert. Drogen haben immer einen Effekt. Sie beruhigen, deprimieren oder erleuchten dich, doch sie beeinträchtigen immer deine Konzentration. Der Anschlag auf Nizam al-Mulk ist erst der Anfang. In der Folgezeit müssen die Assassinen all ihre Kampfkunst aufwenden, um sich vor ihren muslimischen Feinden und auch vor den christlichen Kreuzrittern zu schützen. Etwa 50 Jahre später errichten die Assassinen einen neuen Hauptsitz in Masyaf, im Bergland Nordsyriens. Sie nehmen mehrere Burgen ein. Ihre Gemeinde wächst rasant. Doch hier geraten die Assassinen zwischen zwei gefährliche Fronten. Die sunnitischen Moslems und die Kreuzfahrer aus dem Westen führen einen blutigen Religionskrieg. Es geht um die Kontrolle über die Stadt Jerusalem und ihre heiligen Stätten.
Der Anführer der Assassinen ist Rashid ad-Din Sinan, genannt der Alte vom Berge. Er ähnelt in vielem dem ersten Anführer, Hassan Isabah. Er hat ein hypnotisches, einnehmendes Wesen, ist gebildet, hochintelligent, intellektuell. Dabei erweckt er den Eindruck, nicht von dieser Welt zu sein. Eine Art übernatürliches Wesen, das über den Dingen steht. Seine Anhänger verehren ihn und gehorchen ihm bedingungslos. Wenn er anordnet, dass jemand getötet werden soll, werden seine Befehle ohne Zögern ausgeführt. Umringt von Sunniten und Kreuzrittern, nimmt Sinan den Anführer der Sunniten ins Visier, den er als größte Bedrohung empfindet. Saladin, Sultan von Ägypten, ist der größte Kriegsherr seiner Zeit. Er hat die Kreuzfahrer bereits mehrfach besiegt. Er will den Nahen Osten unter seine Kontrolle bringen. Ägypten, Syrien und den Norden Iraks. Der Sunnit gilt als radikaler Verfechter seines Glaubens. Er ist ein extrem orthodoxer Sunnit. Es ist überliefert, dass er abweichlerische oder ketzerische Gelehrte kreuzigen ließ. Saladin ist eine tödliche Bedrohung für die Assassinen. Auf ihrer Abschussliste steht er ganz oben. Die Assassinen sammeln wieder Insiderwissen für das anstehende Killerkommando. Die geschäftigen Städte Syriens sind reich an wertvollen Informationsquellen. Als erstes sandten sie Missionare aus, um Einheimische zu rekrutieren und ein Netzwerk aufzubauen. Dadurch erhielten sie genaue Kenntnis über die Vorgänge vor Ort. Sie rekrutieren vor allem Agenten mit guten Ortskenntnissen. Auf dem Markt gibt es ein ständiges Kommen und Gehen. Und wir wissen, dass die Ismaeliten sich unter die Händler mischten. Sinan verfügt also über Insiderwissen der Einheimischen, das er auf perfekte Weise anzapft. Das ist seine große Stärke. Es ist auch überliefert, dass er Brieftauben als Kommunikationsmittel einsetzte. Doch am wichtigsten ist, dass er klar vor Augen hatte, wo es in Syrien Konfliktpunkte gab und welche Machtkämpfe ausgetragen wurden. Um an einen Kriegsherrn von Saladins Kaliber heranzukommen, muss Sinan sich Zugang zu dessen Leibwächtern verschaffen. Anführer, die in einer so feindseligen und gefährlichen Umgebung lebten, hatten nur die besten Leibwächter, die allerbesten, denn ihr Leben hing davon ab, die richtigen Leute auszusuchen. Sinans Spione müssen detaillierte Informationen über Saladins Leibwächter abliefern. Es war wichtig, die Abläufe der Leibgarde zu kennen. Zu wissen, was sie taten, welches ihre Fähigkeiten waren und wie reaktionsschnell sie waren. Das war damals nicht anders als heute. Es geht darum, Schwachstellen auszumachen. Keiner kann zu jeder Zeit hundertprozentig wachsam sein. Diese Informationen müssen die Agenten liefern. Ausgestattet mit detailliertem Insiderwissen beginnen die Assassinen zu trainieren. Sie müssen einen Weg finden, die Leibwächter zu überwältigen. Sie trainieren, wie man mit einer Wache, aber auch mit mehreren gleichzeitig fertig wird. Sie versteckten die Waffe und gingen ganz ruhig und respektvoll auf die Wachen zu.
Mit gezielten Angriffen beendeten sie ihren Job. Nach wochenlangem Training haben die Assassinen nur noch ein Problem. Sie müssen sich Zutritt zu Saladins Lager verschaffen. Der Legende nach sollen sie sich als Soldaten verkleidet reingeschmuggelt haben. Darin waren sie perfekt. Sie haben ihre Leute in wichtigste Positionen hineingeschleust, weil sie Anpassungskünstler waren. Sie wirkten nicht bedrohlich oder fremd. Über 300 Kilometer nördlich des Assassinensitzes führt Saladin einen Feldzug. Mit einem Attentat rechnet er hier nicht. Am Tag des Anschlags sitzt er entspannt in seinem Zelt. Die Assassinen schlagen zu. Doch seine Leibwächter wehren sie ab. Für Sinan ist dies ein Rückschlag, aber keine Katastrophe. Er hat seinem Feind gezeigt, dass er ihm auf den Fersen ist. Im Psychokrieg mit Saladin hat er jetzt die Oberhand. Das zeigt sich daran, dass der große sunnitische Heeresführer seit dem Anschlagsversuch ein Kettenhemd trägt, und zwar rund um die Uhr. Saladin weiß, dass die Assassinen nie aufgeben werden. Sinan wartet auf den richtigen Moment und plant seinen nächsten Zug. Er schleust eine Schläferzelle ein. Die Ismaeliten haben keine Eile. Nachdem sie Schläfer ins gegnerische Lager eingeschleust hatten, haben sie alle Zeit der Welt, um die richtige Gelegenheit abzuwarten. Der große Kriegsherr will nicht länger stillhalten und nimmt den Kampf gegen die Assassinen auf. Saladin belagert Sinans Burg in Masyaf. Er will die Assassinen für immer aus der Welt schaffen. Sinan ist isoliert und umzingelt. Er sitzt in der Falle. Selbst der Tod Saladins würde seine Leute jetzt nicht retten. Er will Saladin dazu bringen, seine Truppen abzuziehen. Doch dafür muss Sinan seine Strategie radikal ändern. Sinan weiß, dass es effektiver wäre, wenn er jetzt ein Stück weit auf den Sultan zugehen würde. Sinan will Saladin psychisch unter Druck setzen. Der Legende nach schleicht sich Sinan selbst in Saladins Feldlager und hinterlässt ihm eine Nachricht. Aufgespießt mit der Visitenkarte der Assassinen, dem Dolch. Er wollte ihn dadurch einschüchtern und ihm signalisieren, wir können dich jederzeit erledigen. Auf dem Zettel steht: Ein Fedayin fürchtet den Tod nicht. Ich werde dich durch deine eigenen Leute besiegen. Diese Botschaft ist höchst beunruhigend. Denn damit sagt er Saladin, du magst uns mit dem Tod und der Ausrottung bedrohen, doch das, was du uns androhst, heißen wir willkommen. Du drohst uns mit etwas, das uns keine Angst macht. Sinans Taktik geht auf. Saladin ist bereit, mit ihm zu verhandeln.
Damit hat Sinan Saladin psychisch schwer zugesetzt. Jetzt setzt er zum finalen Schlag an. Er schickt einen Abgesandten mit einer klaren Botschaft zu Saladin. Du wirst uns nicht los. Wir sind unbezwingbar. Du musst dich mit uns abfinden. Sinan macht deutlich, dass der Bote unter allen Umständen mit Saladin allein sprechen soll. Der Abgesandte begibt sich in Saladins Lager. Er besteht darauf, den Sultan unter vier Augen zu sprechen. Der Abgesandte sagt, die Nachricht ist für Sie allein bestimmt. Daraufhin schickt Saladin alle hinaus, bis auf seine zwei engsten Leibwächter. Der Abgesandte bedrängt ihn erneut und sagt, das ist vertraulich. Warum erlauben Sie den beiden Männern mitzuhören? Saladin erwidert, Sie sind wie Söhne für mich. Was immer ihr zu sagen habt, sie können es hören. Sie bleiben hier. Jetzt zieht der Abgesandte Sinans die Trumpfkarte. Er wendet sich den Leibwächtern zu und fragt, wenn ich euch befehle, diesen Mann zu töten, werdet ihr gehorchen? Für Saladin ist das ein erschütternder Moment. Seine engsten Leibwächter sind Assassinen. Es sind Schläfer, die vor Jahren eingeschleust wurden. Nur ein Wort und sie würden ihn sofort töten. Aber das tun sie nicht. Der Unterhändler wollte nur deutlich machen, dass sie ihn jederzeit töten können. Er vertraut diesen Menschen mehr als allen anderen, aber sie sind Assassinen. Und wer weiß, wo sie noch überall lauern. Der Plan geht auf. Saladin beendet die Belagerung. Sinans Assassinen sind in Sicherheit. Doch ihr Triumph währt nur kurz. Der nächste Gegner lässt nicht lange auf sich warten. Die christlichen Kreuzfahrer. In den folgenden 15 Jahren wird das Heilige Land zum Schauplatz blutiger Schlachten. Muslimische Soldaten und Kreuzritter kämpfen um die Vorherrschaft in Palästina und der heiligen Stadt Jerusalem. Am Ende gewinnen Saladins sunnitische Truppen die Oberhand. Etwa 150 Kilometer nördlich besetzen die Kreuzritter weiterhin den Hafen von Tyros. Für die Assassinen wird die Lage immer bedrohlicher. Der Herrscher von Tyros, Konrad von Montferrat, ist ein ehrgeiziger und erbarmungsloser Kreuzritter. Er entstammt einer Dynastie von Kreuzrittern. Er wird von seinem Thron nicht weichen und will weiter expandieren. Er ist ein echtes Problem. Es bahnte sich an, dass Konrad für die Christen das werden könnte, was Saladin für die Moslems war. Er war ein mächtiger Mann, voller Dynamik. Jemand, vor dem man sich in Acht nehmen musste. Und Konrad hat sich die Assassinen bereits zu Feinden gemacht. Es heißt, dass ein Schiff der Assassinen im Hafen von Tyros anlegte und Konrad die Fracht konfiszierte und die Crew einbuchtete. Sinan bestand darauf, dass Konrad die Leute freiließ und die Fracht zurückgab. Doch Konrad weigerte sich. Sinan zu widersprechen ist sehr gefährlich, denn dann landet man sofort auf der Abschussliste. Konrads Machtzuwachs beunruhigt Sinan. Er beschließt, dessen Hauptquartier in Tyros zu infiltrieren. Mal wieder will er eine Schläferzelle einschleusen.
Wenn heutige Geheimdienste Leute für solche Operationen rekrutieren, dann suchen sie gezielt nach sogenannten grauen Männern, also Personen, die nicht aus der Masse hervorstechen. Ein 2-Meter-Mann etwa würde zu sehr auffallen und unnötig Aufmerksamkeit erregen. Wahrscheinlich sind die Ismailiten bei der Wahl ihrer Schläfer ähnlich vorgegangen. Das waren Leute, die möglichst unauffällig sind. Sinans Männer können Konrads Vertrauen leicht gewinnen. Sie geben sich als christliche Mönche aus, die erst kürzlich konvertiert sind. Nach Jahrzehnten der Verfolgung haben die Assassinen gelernt, in Feindesland zu leben, ohne aufzufallen. Falls nötig, verleugnen sie sogar ihren schiitischen Glauben, nach dem Prinzip der Taqiyya handelnd. Taqiyya erlaubt es Anhängern, ihren Glauben zu verleugnen, um ihr Überleben zu sichern und sich einen Vorteil gegenüber dem Ungläubigen zu verschaffen. Die Assassinen müssen behutsam vorgehen, um keinen Verdacht zu erregen. Sie müssen den Tagesablauf dieser Gemeinschaft kennen. Sie müssen sich in die Routinen ihres Alltags nahtlos einfügen. Ein hochriskantes Unterfangen. Ein Ausrutscher und Sinans Leute landen in der Folterkammer. Doch allmählich gewinnen sie Konrads Vertrauen. Die Assassinen verstehen es mit ihrer typisch charmanten, verlässlichen und kompetenten Art, sich in vertrauensvolle und wichtige Schlüsselpositionen einzuschleichen. Und genau das tun sie. In den folgenden Monaten lassen sie Konrad nicht aus den Augen. Sie haben Befehl, ihn zunächst nur auszuspionieren, nicht zu töten. Doch dann ändert sich die Situation. Die Nachricht erreicht Tyros, dass Konrad zum König von Jerusalem ernannt wurde. Damit ist er der mächtigste christliche Führer der Region. Für die Assassinen ist dies eine niederschmetternde Neuigkeit. Sinan muss sofort handeln. Er entsendet einen Boten nach Tyros. Seine Schläfer müssen aktiviert werden. Konrad muss sterben. Die beiden Assassinen bereiten sich heimlich auf ihren Einsatz vor. Ihre Waffe, der altbewährte Dolch. Sie wissen, dass sie nur eine Chance haben. Sie mussten auf Nummer sicher gehen. Der Gegner durfte auf keinen Fall überleben. Für diesen Fall hatten sie jahrelang trainiert. Sie wussten genau, dass sie ihren Dolch mehrfach einsetzen mussten. Erst wenn alle Bewegungsabläufe perfekt sitzen, greifen die Assassinen an. Konrad will zum Abendessen ausgehen. In den Chroniken des Mittelalters sind Frauen ja oft schuld an allem. Es heißt, seine Frau sei zu lange im Hammam gewesen, sodass er allein losgegangen ist. Konrad will bei seinem Freund, dem Bischof von Beauvais, zu Abend essen.
Die Dinge spitzen sich zu. Sinan muss Konrad für immer ausschalten, denn die Krönung steht kurz bevor. Also beschließt die Schläferzelle, diesen Moment auszunutzen. Während Konrad bei seinem Freund ist, gehen die Assassinen in Stellung. Sie wollen ihn auf dem Heimweg abpassen. Die letzten Augenblicke kurz vor dem Zugriff waren entscheidend. Sie kontrollierten, ob sie alles dabei hatten und ob alles funktionierte. War der Dolch gut unter dem Umhang erreichbar? Sie wussten genau, was zu tun war. Ihr ganzes Leben war auf diesen großen Moment ausgerichtet. Schließlich macht sich Konrad auf den Heimweg. Wir können uns das sicher so vorstellen, dass er mit keiner unmittelbaren Gefahr für sein Leben gerechnet hat. Er geht durch eine enge Gasse. Zwei Männer sitzen einander gegenüber. Als er die beiden Gestalten am Straßenrand entdeckt, erregen die offensichtlich kein Misstrauen. Dementsprechend wird er nicht sehr wachsam gewesen sein. Dann schlagen sie zu. Konrad von Montferrat ist tot. Die Ermordung Konrad von Montferrats ist der bedeutendste Anschlag, den diese Gruppierung während der Kreuzzüge ausgeführt hatte. Er hatte enorme Auswirkungen. In ganz Europa wurde darüber berichtet, auch im Nahen Osten. Schon bald brodelt die Gerüchteküche. Einer der gefangen genommenen Assassinen habe behauptet, im Auftrag von Konrads Rivalen gehandelt zu haben. Einige beschuldigen Konrads Widersacher Richard Löwenherz. Andere glauben, dass Saladin dahinter steckt. Die Ermordung kam vielen sehr gelegen. Doch wer genau es angezettelt hat, wer es gebilligt oder gewollt hat, wissen wir bis heute nicht. Wir wissen nur, dass die Assassinen ihn nicht getötet hätten, wenn es ihnen nicht genutzt hätte. Sinan behält die Wahrheit für sich und facht dadurch den Mythos um die Assassinen weiter an. Die Ermordung Konrad von Montferrats wird zu seinem größten Triumph. Ein Jahr später stirbt Sinan. Die Taten der Assassinen in Persien und im Heiligen Land haben einen gemeinsamen Hintergrund. Sie sollen das Überleben des ismailitischen Glaubens sichern. Diese Gemeinschaft hält fast zwei Jahrhunderte lang immensen Widerständen stand. Um die Assassinen ranken sich bis heute Legenden und dunkle Geschichten. Sie waren lautlose Elitekämpfer, die ihren mächtigen Gegnern beharrlich die Stirn boten.